Schießen Sie ihn. Knallen Sie ihn ab. Schießen Sie. Hey. Sie sind schlimm erwischt worden. Wirklich? Das tat doch gar nicht so weh. Die Betäubung durch die Unterkühlung. Sie haben sehr viel Blut an den Yangtze Kiang verloren, aber für Lebensrettung hat sich außer mir wohl noch jemand Dank verdient. Danke nochmal, Jack. Ich soll mich bei Ihnen bedanken, nicht wahr, Lee? Ich würde sagen, Sie sind ein Oxford-Absolvent. Was? Sie haben oft im Schlaf gesprochen. Und was ist mit Ihnen? Ihre Sprachkenntnisse stammen doch sicher nicht aus dem Schulunterricht. West Point. Ich dachte, Sie wären Kommunist. Das bin ich auch. Finden Sie eine Erklärung. Und wenn Sie die haben, dann verstehen Sie auch sehr viel mehr von uns Chinesen. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass du Streuner aufliest. Mal abgesehen von Damen. Ich kann ihn doch aber nicht einfach so hier lassen. In den nächsten Wochen wird er dir kaum von Nutzen sein. Nach Shanghai kann er im Moment nicht zurück. Also, Miss Pearson, was bitte fange ich also mit einem 1,80 Meter großen Oxford-Absolventen an, der kein Wort Chinesisch versteht?